Design. Design. Und jetzt trifft Metropolis Dan Rogerade. Als Künstler, Designer, Erfinder entwickelt er nachhaltige Projekte für ein lebenswertes Europa und die ganze Welt. Rotterdam steht seit Jahrhunderten für Pioniergeist. In einer ehemaligen Glasfabrik am Hafen befindet sich das Studio Rogerade. Hier arbeitet ein 25-köpfiges Team aus Kreativen und Ingenieuren. Zusammengebracht hat es dieser neugierige Niederländer. Er schaut genau hin, wo andere weggucken. Ich habe keine Inspiration. Ich bin eher irritiert. Auf eine positive Weise. Also schaue ich auf die Welt und sehe Luftverschmutzung, steigende Meeresspiegel, Staus. Viele unserer Projekte basieren auf Irritation. Und wir fragen uns, hey, wie können wir es besser machen, intelligenter oder schöner? Gleich hinter seinem Studio auf einer wild wuchernden Wiese steht eins seiner Wunderwerke, der Smog-Free Tower, optisch eine coole silberne Pagode. Dieser weltgrößte Luftfilter kann bis zu 50% Feinstaub aus der Umgebung einfangen. Wenn die Stadt zur Maschine geworden ist, die uns umbringt, mit Umweltverschmutzung, Staus, zu viel CO2, dann lass uns Maschinen bauen, die uns heilen. Das ist der Weg von Technik, Design und Kreativität. Der Turm lässt sich transportieren und hat schon in Peking das Klima verbessert. Kleine Hunde begannen da herumzuhängen, weil sie saubere Luft riechen können. Hunde haben einen exzellenten Geruchssinn, wie wir wissen. Ihre Nase ist 20 oder 200 Mal besser als bei uns Menschen. Wir sollten nicht um Erlaubnis fragen, eher um Vergebung bitten und es einfach hinstellen auf Plätzen in Städten und zeigen, wie schön reine Luft ist. Für den 39-Jährigen gehören Klimaschutz und Schönheit zusammen, wie bei diesem Vorhaben im Norden der Niederlande am Eiselmeer. Gates of Light ist eine permanente Lichtinstallation. Die Tore des monumentalen Abschlussdeichs werden durch die Rückstrahlung der Scheinwerfer vorbeifahrender Autos beleuchtet. Während sie passieren, leuchtet die Architektur auf und schafft eine futuristische Lichtlandschaft ohne Stromverbrauch. Wegen des steigenden Meeresspiegels gab es den Wunsch nach Neuem. Und der Infrastrukturminister hat uns gefragt, könnt ihr da etwas machen, damit es sich wieder lebendiger anfühlt? Es war etwas Besonderes, daran zu arbeiten, wegen seiner reichen Kulturgeschichte. Gleichzeitig wollten wir in die Zukunft schauen. Auf die Zukunft der Energie, die Zukunft der Mobilität und des Lichts. Und die Scheinwerfer der Autos energieneutral einsetzen. Und gleichzeitig diese sehr poetische Landschaft. Das war etwas Besonderes. Dass sich etwas so Praktisches in Poesie verwandelte. Die Wände in seinem Studio hängen voller Beispiele international preisgekrönter Projekte. In Metropolen wie zum Beispiel Toronto hat seine Installation Waterlicht für einen riesen Andrang gesorgt. Waterlicht ist eine Traumlandschaft, die Kraft und Poesie des Wassers visualisieren soll. Als virtuelle Flut zeigt die Installation, wie hoch der Wasserspiegel ansteigen wird, wenn die Menschheit an ihrem jetzigen Lebensstil festhält. Wer wie er mit Design große gesellschaftliche Debatten anstoßen will, muss mit Widerstand rechnen. Viele Leute sind begeistert und sehr optimistisch. Und andere Leute hinterfragen es stark. Ist es erlaubt? Ist es möglich? Wenn es endlich fertig ist, sagen sie dann, oh, das ist ja eine tolle Idee. Warum haben sie das nicht schon eher gemacht? So gewöhnen sich Leute an neue Ideen. Es ist Teil des Prozesses, Teil der Innovation. So auch bei Glowing Nature. Eine rätselhafte Begegnung mit 700 Millionen Jahren alten Mikroorganismen, die bei Berührung glühen. Diese Kunstinstallation ermöglicht dem Publikum eine magische Interaktion mit Algen. Dabei kombiniert Dan Rogerade Natur mit Technologie. Nach dem Studium der bildenden Kunst entwickelte er sich über Jahre zum Erfinder und Experten für Werkstoffe. Die wichtigsten Zutaten, die wir verwenden, sind Naturgesetze. Ich denke an die Sonne, die tagsüber auflädt, was dann nachts leuchtet, oder an Flügel eines Schmetterlings, die Farben auf fantastische Art reflektieren. Oder das Phänomen, dass es auf einem Ameisenhaufen nie zum Stau kommt. Wie schaffen die das?
Was auch immer er anfasst, für Daan Rosegaarde geht es darum, Menschen zu sensibilisieren, zusammenzubringen, Verantwortung übernehmen zu lassen. Mehr Mut, mehr Tatkraft wünscht er sich in diesen Tagen auch für Europa. Das ist der Dialog, den wir in Europa führen müssen. Wie wollen wir die Zukunft aussehen lassen? Es geht nicht um dich, richtig oder falsch. Das interessiert mich nicht. Ich interessiere mich auch nicht mehr für Meinungen. Ich interessiere mich für Vorschläge. Wie können wir einen Ort schaffen, der für alle gut ist? So wundert es nicht, dass sich der vorwärtsdenkende Designer als nächstes einer kosmischen Aufgabe widmen will, der Entmüllung des Weltalls. Ja, das ist etwas ganz Besonderes. Ein Teil von dieser 8,1 Millionen Kilo schweren Masse Weltraumabfalls, die mittlerweile unsere Erde umkreist. Und er hat auch einen Vorschlag für die Zukunft dieses Abfalls. Zunächst einmal sollen Strahlen den Müll sichtbar machen. Dann geht es weiter mit dem Space Waste Lab mit ersten Ergebnissen bis 2022. Phase 1, wir machen sichtbar. Phase 2, wir sammeln mit Raumfahrtspezialisten. 3, wir recyceln und machen etwas Neues draus. Seine visionären Umweltprojekte lassen unsere Gesellschaft auf eine bessere Zukunft hoffen.